Hallihallo, herzlich willkommen zu den unsachgemäßen Betrachtungen heute aus Paris. Kann das sein, dass sich gerade jeder Jockel richtig was auf seine Meinung einbildet? Also, das kann sein, aber wie kann das sein? Wie kommen die ganzen Leute dazu, zu denken, ihre Meinung wäre überhaupt von Belang? Also, warum glauben Leute gerade, sie könnten fachlich mit Drosten argumentieren, obwohl sie Steuerberater sind oder Waschmaschinen reparieren oder Kolumnen schreiben? Wie kommen diese Leute dazu, so von ihrer Meinung überzeugt zu sein? Es ist ein Rätsel. Ich habe da einen möglichen Ansatz. Ich muss den allerdings ein bisschen herleiten, also bleibt dabei. Es geht nämlich heute um den Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt nämlich erstens die Kausalität. Kausalität ist eine direkte Auswirkung von einer Sache auf eine andere. Also Ursache, Wirkung. Zum Beispiel, wenn ich sage, jedes Mal, wenn ich onaniere, bin ich hinterher total entspannt. Dann geht die Entspannung ja aus dem Onanieren hervor. Also ist eine direkte Folge des Onanierens. Also Ursache, Wirkung. Das ist übrigens auch der Grund, dass Kommentare unter YouPorn-Videos so viel entspannter sind als unter Spiegel-Online-Artikeln. Weil die Leute, die die Kommentare schreiben, total entspannt sind. Das ist auch eine Kausalität. Eine Korrelation hingegen ist etwas anderes, nämlich eine irgendwie geartete Wechselbeziehung zwischen zwei Dingen. Dabei müssen die einzelnen Dinge aber nicht zwingend was miteinander zu tun haben. Also zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich onaniere, wird ein Inder geboren. Das stimmt, das ist richtig. Und da kann man eine Grafik machen und dann macht man so ein Balkendiagramm und dann heißt es, ja, hier wurde onaniert und es wurde ein Inder geboren, hier wurde onaniert, es wurde ein Inder, hier wurden zwei Inder geboren. Ne? Und dann kommt man zu dem Schluss, das ist richtig. Jedes Mal, wenn ich onaniere, wird ein Inder geboren. Nur die beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Hoffentlich. Und das Ding ist jetzt, Korrelationen kann man beobachten. Aber Kausalitäten muss man beweisen. Noch ein Beispiel, dass das ein bisschen klarer wird. Man ist krank, man nimmt Globuli, man wird gesund. Das ist genau das gleiche wie man ist krank, man isst Scheiblettenkäse, man wird gesund. Das ist eine Korrelation. Wohingegen man hat Krebs, man nimmt Globuli gegen den Krebs, man stirbt an Krebs, das ist eine Kausalität. Also soweit mal zum allgemeinen Unterschied. Jetzt kommen wir aber zum großen Problem. Viele Leute ziehen falsche Schlüsse aus Korrelation. Also sie ziehen Kausalitäten, die nicht da sind, aus Korrelation. Also sprich, man hat eine irgendwie geartete Datenlage und Leute ziehen falsche Schlüsse und kommen dadurch auf völlig idiotische Ergebnisse. Aber diese idiotischen Ergebnisse basieren ja trotzdem auf richtigen Daten. Und deswegen verteidigen die Leute ihre unsinnigen Meinungen so aggressiv. Genau deshalb ist es wichtig, dass man falsche Kausalitäten erkennt, um sie vermeiden zu können. Also Vorsicht vor falschen Kausalitäten. Also hier mal, um euch so ein bisschen zu sensibilisieren, ein paar Beispiele für falsche Kausalitäten. Zwei Fakten. Erstens, Evolution wird durch Mutation vorangetrieben. Also wir evolutionieren so vor uns hin und irgendwann mutiert was und wenn sich das als nützlich erweist, dann bleibt es da. Fakt 1. Fakt 2. Mutationen kommen in Inzuchtfamilien besonders häufig vor. Das sind einfach zwei Fakten. Das ist eine allgemeine Datenlage. Eine falsche Kausalität aus dieser allgemeinen Datenlage wäre jetzt, wenn ich einen X-Men zeugen will, dann muss ich möglichst oft mit meiner Schwester bumsen. Das ist falsch. Das ist eine falsche Kausalität. Noch eine falsche Kausalität. Als die MeToo-Bewegung losging, wurden besonders viele kreative Männer als sexuell übergriffig oder als Vergewaltiger überführt. Bill Cosby, Weinstein, Kevin Spacey, R. Kelly, Michael Jackson. Alle kreativ. Das ist eine allgemeine Datenlage. Eine Korrelation. Eine falsche Kausalität aus dieser Datenlage wäre nun also... Sexuelle Übergriffe machen kreativ. Das ist natürlich falsch. Also man muss aufpassen, dass man nicht auf falsche Kausalitäten reinfällt. Der Punkt ist aber folgender. Nicht nur muss man
sich vor falschen Kausalitäten schützen. Nein, man muss auch neue, richtige Kausalitäten erkennen können, um die Welt angemessen zu beurteilen. Ne? Die Welt wird immer schwieriger, es wird immer alles immer komplexer. Es gibt Globalisierung, es gibt Spätkapitalismus. Und also was alles das sorgt dafür, dass es neue Kausalitäten gibt. Also sprich, man muss nicht nur falsche Kausalitäten ausschließen, sondern auch neue erkennen. Und viele Kausalitäten kann man nicht verstehen, wenn man nicht weiß, wie zum Beispiel Konzerne funktionieren, wie die Globalisierung funktioniert. Auch hier ein paar Beispiele. Frauenhosen, also Hosen für Frauen, haben obskur kleine Hosentaschen. Das ist ja extrem unpraktikabel. Aber warum ist das so? Weil der gleiche Konzern, der diese Hosen herstellt, auch Handtaschen herstellt. Und der gleiche Konzern, der diese fuckscharfen Olivendosen herstellt, der stellt auch Verbandsmull für Druckverbände her. Und Bayer kauft Monsanto und stellt Medikamente her. Und der Grund, dass auf Klopapier immer so süße kleine Tierchen gedruckt sind, so kleine Schäfchen oder süße kleine Hundis, ist, dass der gleiche Konzern, der dieses Klopapier herstellt, auch Fertiggulasch herstellt. Und wenn du einmal gezwungen warst, so ein süßes kleines Hundi durch deine verdreckte Kimme zu ziehen, da hast du jeglichen Respekt vor dem Tier verloren. Na, dann wirst du kein Veganer mehr und dann kannst du direkt Fertiggulasch fressen. Das sind die Dinge, die man erkennen muss. Also, fassen wir mal zusammen. Eine Meinung sollte man sich immer bilden unter der Voraussetzung, dass die Meinung ergebnisoffen gebildet wird. Man muss also falsche Kausalitäten vermeiden und diese neuen komplizierten Kausalitäten erkennen. Wenn man das alles nicht gemacht hat, wäre es eine Option, seine Meinung nicht so wichtig zu nehmen. Vielleicht sogar einfach auch mal die Fresse zu halten. Und das auch mal als Appell an die Medien. Es gibt keine Verpflichtung, für jede Fachdiskussion auch jedes Mal noch die Meinung von irgendeiner Heike auf der Straße einzuholen. Weil das sind selten die klugen Meinungen. Weil die Leute mit den klugen Meinungen die obigen Regeln beachten. Und im Zweifel einfach mal die Fresse halten, wenn sie von Fremden auf der Straße angesprochen werden.